Hallo liebe Videofreunde, guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, 12.30 Uhr, guten Tag, sorry. Wir befinden uns noch in Karlsdorf bei Leipzig, an dem schönen, wie heißt das, Gut Karlsdorf, wo wir gestern Abend sehr schön... Karnsdorf. Karnsdorf, ja stimmt. Ja. Also wir befinden uns in Leipzig beim Gut Karnsdorf, wo wir gestern Abend schön essen waren, was wir euch absolut weiterempfehlen können. Wunderschöne Einrichtung, altes Haus, wo Schiller auch wohl zeitweise hier gelebt hat. Wir müssen uns das selber erst nochmal in Ruhe durchlesen. Ja. Wir haben im Schiller-Café wunderbar gegessen gestern Abend. Das war urig, gemütlich, mit Liebe zum Detail eingerichtet. Ganz, ganz toll. Ja, und jetzt sitzen wir noch hier und haben heute ganz in Ruhe gefrühstückt, mal die Drohne fliegen lassen und möchten noch ein kleines Resümee Baum geben. Fliegen lassen, ja. Ah ja, unsere Drohne ist heute im Baum geflogen, das erste Mal. Gott sei Dank, nichts passiert. Nicht viel, ne. Michael, konntest du rausschütteln. Ja. Und es ist auch beim Runterfallen nicht viel passiert, außer ein paar Schrammen in den Flugblättern. Puh, hast du Glück gehabt? Ja klar, Glück, ja. Ja, also kleines erstes Malheur mit der Drohne. Wohl bemerkt hat man noch keins gehabt, das erste Mal heute. Ja, es hat sich alles ein bisschen in die Länge gezogen. Wir haben schon 12:30, wir wollen auch jetzt gleich bald los. Aber wir wollen jetzt nochmal ein Resümee machen von dem ersten Jahr eigenes Wohnmobil. Ich habe ja so einen kleinen Film zurechtgemacht mit unseren schönsten Momenten. Und angefangen hat natürlich alles mit dem eigentlich schönsten Tag, das Wohnmobil abholen. Also es gab Licht und Schatten, also das Abholen des Wohnmobils war natürlich schön, aber an dem Tag haben wir unseren einen Wellensittich einschläfern lassen müssen und das war sehr traurig, weil wir an dem Wellensittich sehr gehangen haben, weil es ein kleines krankes Vögelchen war schon immer und wir ihn also mit Liebe viele Jahre gepflegt haben und zum Schluss musste er dann noch die fürchterliche Wellensittich-Krankheit Gicht bekommen und das ist für Wellensittiche einfach das Todesurteil und auch sehr schmerzhaft und ja, wir haben ihn dann an dem Tag erlösen müssen, bevor wir nach Frankfurt gefahren sind und das Wohnmobil geholt haben. Zudem kam noch dazu, dass Dalton, unser Hund, auch noch krank war. Und wir dann also eigentlich zwischen Tierklinik Dresden, Tierarzt Cottbus und dann halt Frankfurt oder Wohnmobil abholen unterwegs gewesen sind. Das war irgendwie, konnten wir dieses Abholen gar nicht so richtig genießen. Und jetzt erst, wo ich den Film zurecht gemacht habe, ja, irgendwie habe ich mich da mehr gefreut als an dem Tag irgendwie selber. Ne? Das war schon ein bisschen... Ja, komisch. War traurig, sehr traurig gewesen. Nachdem man dann damals uns so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, oder bei uns etwas Ruhe eingekehrt ist, Dalton wieder langsam gesund geworden ist, haben uns dann an die ersten Touren gemacht. Unsere allererste Tour ging zu dem Geierswalder See. Den habe ich jetzt gar nicht mit dabei, weil ich das Video nicht gefunden habe in unserem Filmchen. Da hatten wir gleich das erste Malheur. Schön alles ordentlich vollgetankt sind wir zu dem Geierswalder See und waren abend dort auch schön essen im Leuchtturm, in dem bekannten Lokal. Und nächsten Morgen wollen wir aufstehen und wollen uns die Zähne putzen, uns frisch machen und wir hatten kein Tropfen Wasser mehr. Doch für einen Kaffee hat es noch gereicht, glaube ich, ne? Ja, Kaffee haben wir noch gekocht und das Wasser war alle. Tja, was war passiert? Abflussstopfen war undicht. Der Ablassstopfen vor dem Wassertank war undicht, ja. Und da ist alles rausgelaufen. Also ja, komplett der ganze so Tank. Schön. Wir hatten noch nicht mal mehr Wasser zum Zähneputzen dann. Ja, haben wir unter. Dann mussten wir nach Hause fahren und haben den Tank wieder voll gemacht. Michael hat versucht, den Pfropfen so gut wie es geht reinzuschlagen. Das haben wir dann allerdings auch bald erneuert und haben dort, was ist da jetzt drin? So ein Ablasshahn. So ein Ablasshahn. Ja. Ja, das war also unsere erste Tour, gleich mal mit ein bisschen Panne, war ganz lustig.
Und dann sind wir gefahren, als nächstes waren wir, hatten wir die Tour gehabt, das war dann mal so 3 Tage nach Werder an die Havel, 1 Tag. Und dann an die Havel-Oase oder zur Havel-Oase. 2 Tage waren wir da gewesen, an dem Campingplatz. Das war sehr schön, ne? Ja. Ja, und dann kam ja dann unsere Nordkap-Tour und die habe ich in einem Extrafilm nochmal gemacht. Unsere schönsten Momente vom Nordkap oder von der Nordkap-Tour, das gibt es dann nochmal extra. Anschließend gab es als nächstes dann Berlin. Die Beschmutt-Konzert, das war natürlich meins. War ein mega Moment für mich gewesen in der Waldbühne, unvergesslich, also glaube ich, geht auch nicht zu toppen, was da passiert ist, also die Beschmut Freunde, Fans, die dort gewesen sind oder das jetzt sehen, werden das verstehen, also es war ganz, ganz toll. Hatten dort bei der Sunset Marina einen Stellplatz, sehr schönen Stellplatz, allerdings auch echt schweineteuer. Ja. 45 Euro pro Nacht, das war also wirklich echt heftig gewesen, aber ich denke mal, dass auch diese Preise in Berlin dementsprechend sind, was die abgeben müssen. Also Berlin ist ja mittlerweile das teuerste Pflaster mit geworden, neben München und Hamburg. Und die werden auch die dementsprechenden Preise für das Grundstück dort wahrscheinlich haben. Also es war sehr teuer, aber sehr, sehr schön. Nebendran gab es einen kleinen Italiener, so ein Gartenlokal, ein italienisches, mit mega gutem Essen. Ne? Ja. Also vorzüglich, wirklich vorzügliche Küche. Man hat wunderbar gesessen, konnte dann die ganzen Boote, die dabei vorbeigefahren sind, beobachten und wie sie eingeparkt haben. Ja. Da konnte man herrlich sitzen, das war ganz, ganz toll. Und dann noch als Abschluss, die tollen Konzerte dort in Berlin waren auch mega schöne 3 Tage dort gewesen, ganz, ganz herrlich. Ja, dann haben wir noch so mehrere kleine Touren gemacht, an Grebendorfer See waren wir gewesen, Grünewalder Lauch und das gibt's alles in den Videos, könnt ihr euch ja alles angucken. War wunderschön, also auch die kleinen Seen in der Nähe, wunderbar. Und das war so zu dem Thema, was wir sonst eigentlich überhaupt gar nicht gesehen hätten, hätten wir dieses Wohnmobil halt nicht, wären wir gar nicht an diese ganzen schönen Orte gekommen. Dafür bin ich persönlich also ganz dolle dankbar. Möchte mich auch nochmal bei dir bedanken, dass du das Wohnmobil gekauft hast. Und ja, also das ist toll. Es gibt keine Tränen mehr jetzt, wenn wir nach Hause kommen, weil immer jedes Mal habe ich geheult, wenn wir das Wohnmobil abgeben mussten. Dann war ich 2 Tage richtig krank vor Kummer. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt können wir das richtig genießen, müssen nicht mehr alles gleich auspacken, wenn wir nach Hause kommen. Und haben ja, wie ihr gesehen habt, unser Equipment immer dabei. Also es ist echt schön, ein Wohnmobil zu haben. Ganz, ganz toll. Ich liebe es über alles und gerade, glaube ich, dieses Wohnmobil, das erste, werden wir besonders lieben. Unseren Piccolino. Und wir sind auch wirklich zufrieden damit. Ja. Es gab noch keine größeren Beanstandungen. Jetzt langsam, also das Gasventil 1 ist kaputt, auch noch von der großen Flamme. Das müssen wir die Woche ganz machen lassen. Ja. Hoffentlich können sie es ganz machen, weil das brauchen wir unbedingt. Der Wasserhahn, hast du gemerkt, hinten im Bad, am Waschbecken, der ist locker ein bisschen. Also wir haben es natürlich jetzt nicht so oft benutzt, wie viele, die im Wohnmobil ganzjährig unterwegs sind und leben, die dann auch berichtet haben, dass sehr viele Mängel in Wohnmobilen halt schnell zu merken sind. Wir sind halt nicht ganz so oft unterwegs. Wir haben bis jetzt noch keine großen Mängel gehabt. Und sind daher auch mit dem Wohnmobil super zufrieden. Auch mit der Größe, es reicht uns. Wir kriegen genau das Gleiche mit wie in den anderen Wohnmobilen. Wir haben nicht weniger mit dabei. Vielleicht ein bisschen reduzierter alles, aber wir haben alles dabei, was wir brauchen. Ja, das ist der Punkt. Und es ist gemütlich. Wir haben gestern Abend schön Fernsehen geguckt im Bett. Ja, alles wunderbar. Also reicht uns völlig aus. Was habe ich mir denn noch so aufgeschrieben hier? Ja, also Reiseziele für 2019. Unsere Reiseziele sind? Ja, erstmal Oberstdorf, oder? Hessen. Ach Gott, ich habe ganz vergessen. Hessen, ja. Also im Januar fahren wir erstmal nach Hessen und zum Geburtstag von einem Freund von uns. Also zumindest steht es auf dem Plan. Und dann haben wir Ende Januar, ne? Ja. Anfang Februar gebucht und zwar in Oberstdorf. Ich will hoffen, dass wir gebucht haben. Ja, es ist noch nicht. Die haben noch keine Bestätigung geschickt, weil die jetzt gerade Urlaub wohl haben. Ach, wird schon schief gehen. Und weil uns diese Skiflugschanze so imponiert hat, haben wir gesagt, Mensch, das möchten wir gern mal sehen.
vielleicht kann Michael noch nebenbei ein bisschen Skifahren. Und da haben wir jetzt uns auch Karten gekauft für das Skifliegen im, wann ist das? 1., 2., 3. Februar, ne? Oder? 2., 3., 4. glaube ich. Oder ganz am Anfang. Februar. Also ist erste Wochenende jedenfalls. Ja. Und das wollen wir uns mal angucken. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich hoffe, dass wir da einen Parkplatz kriegen und da hinfahren können. Dann können wir Hundi im Auto lassen und können uns das in Ruhe angucken. Jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen getestet. Ne? Mit Temperaturen geht gut. Also wir haben nicht gefroren nachts. Alles gut. Sogar zu warm war es teilweise gewesen. Aber jetzt haben wir natürlich auch hier -2 Grad vielleicht oder so. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Nummer, wenn es -10 sind oder so. Wir sind mal ganz gespannt, ne? Ob das uns gelingt. Jetzt am Mittwoch fahren wir Abwassertank isolieren lassen. Ja. Möchtest du auch mal was erzählen? Du machst das gut. Ja. Also wir fahren am Mittwoch Abwassertank isolieren und am Donnerstag gibt's Windräder. Gibt nochmal ein großes Loch jetzt in der Kasse. Ja. Das tut uns ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen, weil wir dieses Jahr einige Ausgaben hatten, aber ja, es muss gemacht werden und dann ist Piccolino wintertauglich, nicht winterfest, aber wintertauglich und dann werden wir mal probieren, wie das ist im Winterurlaub. Also platzmäßig kommen wir gut zurecht, haben wir ja jetzt ausgetestet 2 Tage, auch mal mit dickeren Klamotten und so. Wie es dann mit Skisachen ist, werden wir dann nochmal sehen. Das wird eine Herausforderung. Ja. Ich bin mal gespannt. Ja, dann im Sommer haben wir wieder geplant, also je nachdem immer, wie es meiner Mutter auch geht, das hängt immer davon ab. Also geplant ist auf jeden Fall Norwegen, die Südwestküste. Ne? Stavanger, Bergen. Ja, Ostküste gibt es ja nicht. Nee, genau, Ostküste gibt es nicht, ja, das ist ja Schweden. Ja. Aber jedenfalls die Südwestküste unten, also Stavanger, Schweden, die Ecke, die Region. Stavanger, Schweden. Ach, habe ich Stavanger, Schweden gesagt? Ja. Da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Stavanger, Bergen und dann bis hoch zur Runde und dann wieder in Runde ein bisschen bleiben und dann wieder zurück. Nächstes Jahr gibt es nicht so eine ganz so lange Tour. Ja, und die Herbsttour nächstes Jahr, die haben wir noch nicht geplant, die lassen wir auf uns zukommen. Ne? Wie schaut es denn bei euch so aus? Wo geht's hin? Was habt ihr geplant? Schreibt uns doch mal in den Kommentaren, was ihr so vorhabt. Vielleicht ist ja auch für uns die eine oder andere Inspiration noch dabei, was wir uns auch mal anschauen könnten. Ja, das würde uns interessieren. Schreibt uns mal, da freuen wir uns. Im Übrigen würde ich gleich zu dem Thema mal sagen, Dankeschön für die vielen netten Kommentare, die ihr uns in der letzten Zeit geschrieben habt. Jetzt macht das Videodrehen irgendwie mehr Spaß. Jetzt ist sogar Michael mit dabei. Das wäre ja gar nicht auszudenken gewesen, noch vor einer gewissen Zeit. Aber es macht jetzt wirklich mehr Spaß, weil man einfach Feedbacks bekommt und wir uns auch gegenseitig anschauen, was macht der eine gerade, was macht der andere. Und das macht echt mega Spaß. Ich finde es eine tolle Geschichte nach wie vor. Und jetzt, so wo das Ganze ein bisschen fruchtet, macht das richtig Laune, muss ich ehrlich sagen. Ja, also vielen lieben Dank schon mal vorab für eure netten Abos und Kommentare. Wir freuen uns, nicht? Du auch? Ja. Es kommt sehr glaubwürdig rüber. Und was sind denn auch so eure Reiseträume? Ich habe so einen Reisetraum zum Beispiel. Ich möchte gerne mal ein Jahr in Norwegen leben, ein ganzes Jahr. Würde ich gerne mal von Juni bis Juni, also von der Mitternachtssonne an ein Jahr bis zum nächsten Jahr Mitternachtssonne mit Überwinterung in irgendeiner Hütte oder in einem kleinen Häuschen irgendwo in der Prärie. Da hätte ich mal richtig Lust zu. Also natürlich nicht ganz alleine irgendwo, muss schon irgendwo ein bisschen leben, also da sein, aber trotzdem ein bisschen einsam. Und im Winter in Norwegen würde ich gerne mal ein Jahr lang leben wollen. Und du? Das weiß ich noch nicht. Ob ich das möchte. Das entscheiden wir später. Ja. Und was, wo möchtest du noch mal hin? Außer Neuseeland. Ja, jetzt mit dem Wohnmobil, oder? Nee, so. Naja, Südafrika. Südafrika. Ja, Südafrika wollen wir auch noch mal irgendwann machen. Das haben wir uns fest vorgenommen. Wenn Huni mal nicht mehr ist, dass wir dann mal nach Südafrika reisen, ne? Ja.
Ja, Südafrika steht also auf jeden Fall auch nochmal auf dem Plan. Aber ansonsten habe ich keine großen Reisewünsche. Also wo uns das Wohnmobil hinträgt, werden wir sehen. Entscheiden wir spontan. Bis auf das eine Jahr Norwegen, das ist mein Reisetraum. Und eine Eistour. Doch, ich habe noch einen Wunsch, eine Eistour. Ich möchte gerne mal nach Spitzbergen hoch, Grönland, die Ecke oben, einmal das Eis sehen. Das ist mein auch noch ein Traum von mir. Kannst du dich damit anfreunden? Werde ich dann. Aber das wolltest du doch Oma machen. So? Ja. Och. Na doch, das muss man einmal gesehen haben. Ja, also wenn dieses Jahr jetzt gut klappt, der Winterurlaub, dann wollen wir mal gucken, vielleicht mal auch im März zu den Lofoten zu fahren. Mit den schneebedeckten Bergen auf den Lofoten, also das wäre auch nochmal so ein Traum. Traumreise. Also habe ich noch eine Traumreise. Naja, also gut. Was habe ich mir denn heute noch aufgeschrieben? Ich habe mir noch aufgeschrieben. Ah, ja, unsere Haken. Unsere Haken übrigens halten. Es ist nichts runtergefallen. Sogar die schwere Wellensteinjacke ist hängen geblieben. Ja. Also, sie halten. Ist gut gemacht. Mit, was war das? Fensterdichtung. Fensterdichtung haben wir reingeklebt. Also hält wunderbar. Ja, das war's. Wir hatten ein sehr schönes Jahr mit Piccolino. Und freuen uns auf das nächste. Und hoffen, dass wir gesund bleiben und auch viele schöne Reisen noch machen können. Das ist ja sowieso immer das Allerwichtigste. Ne? Ja. So. Und jetzt wünschen wir euch auch ganz viel Gesundheit fürs Jahresende. In der Winterzeit, in der kalten Zeit, nicht? Ja. Dass ihr schön gesund bleibt und dass ihr alle nächstes Jahr, dass wir alle schöne Reisen machen können und uns austauschen können und uns immer wieder mal zuwinken können, wo jeder so ist und vielleicht auch mal treffen. Und das wäre sehr schön. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Ja. Fahren jetzt schnell nach Hause. Und schnell nicht, wir fahren nach Hause. Doch, wir müssen jetzt los. Ja. Und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Bericht. Bis bald. Ciao. Ciao.